Einen wundervollen Montagabend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ihr dabei seid. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für diesen unglaublichen Support, der mittlerweile auch von euch auf Instagram kommt, der per E-Mail kommt, wie auch immer. Es ist unfassbar geil. Kurzer Real Talk, ihr könnt euch vorstellen, dass die Videos morgens und abends natürlich, ich habe auch mal gute Tage, ich habe schlechte Tage, ich habe abends mal Termine, Verpflichtungen, morgens will ich mal ein bisschen länger im Bett liegen und so weiter und so fort. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich mache diese Videos mit Kusshand, weil ich merke, dass ihr sie wertschätzt und weil eure Wertschätzung ich sehr, sehr viel wertschätze. Deswegen vielen Dank dafür. Ich liebe es, hier mit euch die Update zu machen. Ich hoffe, dass ich euch mit jedem Video zumindest ein bisschen Feedback, ein bisschen Info mitgeben kann. Und bevor ich jetzt hier anfange, gleich zu weinen, geht's in die Charts. Bitcoin macht Szenario 1 voll. Ich habe die Zeichnung hier mal stehen lassen. Nicht wundern, bitte. Ich bin hier heute Morgen ein bisschen durchgedreht, habe hier einen kleinen epileptischen Anfall bekommen. Kein Witz über Epilepsie. Sorry, war vielleicht ein bisschen fehlplatziert. Ich hoffe, du weißt es zu nehmen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier gesehen, dass der Markt dieses Bullish-Szenario letztendlich gezeigt hat. Wir haben hier ziemlich genau eingezeichnet, was passieren kann. Wir gehen mal zurück auf Tagesbasis. Auf Tagesbasis ein neues Hoch. Wir haben hier diese Hochs letztendlich überschritten. Und jetzt wird es ziemlich spannend, denn wenn wir jetzt hier mal unseren dynamischen Widerstand durchziehen, sehen wir haben ein neues Hoch gebildet, landen jetzt hier ziemlich, ziemlich nah unserer bereits prognostizierten Zone Richtung $58.500. Und jetzt ist eigentlich eine Sache sehr, sehr wahrscheinlich. Der Markt testet dieses Level von oben nach unten nochmal an. Potenziell wird es ein bisschen langsamer. Potenziell kann es zu einer kleinen Konsolidierung kommen. Moment, wo habe ich denn jetzt diesen Pfad? So minimale Konsolidierung, bevor wir dann den Impuls nach unten bekommen. Hier hat sich anscheinend Liquidität angesammelt. Das heißt, das ist so ein kleiner Marktmagnet. Wir sind ziemlich weit von den gleitenden Durchschnitten weg. Und das heißt in aller Regel, da kommt eine relativ scharfe Korrektur vor, also auf uns. Das haben wir heute Morgen schon besprochen. Das haben einige von euch auch schon so ein bisschen in den Kommentaren gesprochen. Das finde ich geil, dass ihr da so ein bisschen austauscht und sehr, sehr konstruktiv. Ich bin extrem dankbar für diese Community, die sich hier gegeben hat. Das ist wirklich zum Großteil konstruktiv. Klar, ein paar Deppen hast du immer dabei. Ein paar Deppen, die meinen, sie müssen hier 0,01 Lot-Trade machen und anderen Leuten erzählen, wie die Welt funktioniert. Hast du halt immer. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, 99,9% der Menschen, die wir hier miteinander verbinden, sind sehr, sehr wohlwollend, fürsorglich, beziehungsweise halt auch an Wachstum orientiert. Und das sehen wir hier auch. Einige haben geschrieben, die Möglichkeit, dass wir hier nach oben nochmal gehen und dann potenziell den Breakout nach unten haben, ist gegeben. Die letzte Haltestelle, und dann würde ich sagen, da muss der Markt drehen. Wer hier tatsächlich bei den 60.000, wer hier über diesem Hoch, weil da würden nochmal ganz, ganz, eine ganze Welle anderer Stops ziehen. Aber wenn es der Markt bis da oben schafft, dann kommt mit recht großer Wahrscheinlichkeit wirklich der extreme Rücksetzer nach unten, der gesund heizhalber, sage ich mal, wirklich in Richtung der 50.000 wieder gehen kann. Dann haben wir hier irgendwo auch so eine kleine Regelmäßigkeit, die so aussieht. Ja, wir sehen, die Metastruktur würde dann schön harmonisch nach oben passen. Wir legen unsere dynamische Unterstützung hin und wir sehen, hier Richtung 48 und 50.000 kann dann nochmal eine schöne Struktur kommen. Und was dann passiert, wird spannend. Wir können entweder dann so eine Art Schulterkopf-Schulter sehen, die natürlich hier so eine, ich sag mal, verschrägte Schulter letztendlich auch darstellt, nicht unbedingt dann nach Chartmuster tradebar in meinen Augen, aber wir könnten entweder dieses Phänomen sehen oder dass wir tatsächlich das All-Time-High sehen in so einem zweiten Trendkanal nach oben, weil der scheint sich jetzt nach und nach auch zu bilden, dass wir hier langsam diesen Trendkanal wieder nach oben haben, aber auch hier sehen wir, sollte das ganze Ding nach unten brechen, ja, wir sehen hier oben, sollte irgendwo Schicht im Schacht sein, kann der Bruch nach unten kommen und dann auf die 50.000 gehen. Auf H4 sieht das Ganze schon auch relativ spannend aus. Wir haben jetzt hier diesen Aufwärtskanal nach oben gebrochen, haben hier diese Hochs gefischt. Das war das, was wir heute Morgen gemeinsam besprochen haben. Hier das höhere Tief gebildet, gefischt. Jetzt ist eigentlich eine folgerichtige Konsequenz. Entweder wir kriegen nochmal einen deutlichen Impuls nach oben, der dann irgendwo hier hochgeht und dann runter. Oder der Markt kommt langsam runter, konsolidiert und fällt dann erstmal auf die 54.000 runter, wo wir eine Akkumulation dann auch mehr oder weniger erwarten können. Und wenn wir sie da erwarten können, von da müssen wir weitersehen. Aber dann kann natürlich auch der Impuls nach unten kommen, weil dann diese dynamische Aufwärtsstruktur hier gebrochen werden kann, die, wenn wir es ein bisschen sauberer machen, auch in dem größeren Zeithorizont hier natürlich dann diesen Aufwärtstrendkanal langsam brechen könnte. Ja, also das wäre das, was wir jetzt definitiv mal im Auge behalten müssten. Da würde ich dir auch einfach quasi ans Herz legen, vielleicht jetzt nicht aggressiv da super, super aggressiv Short zu gehen, aber die Möglichkeit, dass sich mit einem Short Ball zu platzieren,
ist doch definitiv gegeben. Das sieht hier schon ziemlich, ziemlich schmackhaft aus. Und der Short, der kann dann auch, sage ich mal, einen etwas größeren Impuls durchaus auch mit sich bringen. Ne? Also das schon mal dazu. Schauen wir uns dann aber natürlich auch in der Situation noch genauer an, werden das gemeinsam besprechen, was hier passiert. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alle Möglichkeiten, die sich dann hier gegebenenfalls zeigen. Sorry, da habe ich mich irgendwie verschluckt. Nicht nur irgendwie, sondern tatsächlich verschluckt. Wir schauen uns mal an, was hier passiert auf H1, der im Prinzip mehr oder weniger bestätigt, dass das Gesamtbild, wir haben jetzt hier nochmal einen starken Impuls nach oben bekommen, der mit sich auch nochmal so eine Art Rising Wedge bildet, haben jetzt hier potenziell dann diesen Short Move bekommen, beziehungsweise diese Rejection bekommen. Das heißt, auch hier natürlich kann es möglich sein, dass wir nochmal einen Impuls nach oben bekommen, Liquidität abgreifen, dann nach unten fallen oder wir kriegen die Korrektur und die ist jetzt ziemlich überfällig. Also, ich würde mich darauf festnageln danach, wenn es nicht passiert, dürft ihr mich gerne beleidigen oder mir doofe Nachrichten schreiben, vollkommen in Ordnung. Der entweder kriegt jetzt der Markt, wir sehen ja, dass wir hier langsam in einen sehr, sehr überteuerten Bereich kommen, diesen Rücksetzer, oder wir warten auf die an 59.000 bis 60.000 Dollar, sind noch über 2.500 Dollar, also jetzt nicht wenig, aber zu dem Zeitpunkt, wenn wir da oben sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gegeben, dass wir dann den Breakout nach unten bekommen. Das ist jetzt so die Mikro- und Makrosicht, bin sehr, sehr gespannt, die Indikatoren zeigen natürlich hier unten noch relativ Kauf, aber das ändert sich quasi auch dann mit den Kerzen, die sich nach unten bewegen. Und da auch nochmal der Hinweis, wenn du diese technischen Indikationen nutzt oder sehen willst, solltest du immer darauf achten, dass du nicht nur das machst, was hier steht, sondern versuchst auch zu sehen, wann wird das Ganze überhitzt. Wir haben hier die verschiedenen Zeiteinheiten. Wir sehen zum Beispiel, dass auf den größeren Zeiteinheiten 2 Stunden, 4 Stunden überall die Kaufmöglichkeiten natürlich da sind, aber war das auch eben nur, weil der Markt oberhalb der gleitenden Durchschnitte liegt, weil der Markt im RSI relativ hoch ist und so weiter und so fort. Das dazu, ja. Also ich würde mich hier langsam short platzieren. Schauen wir uns dann gemeinsam an. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit hier, sehr, sehr spannende Bewegungen. Freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Zeiten. Klar, ist das nie ganz easy hier zu handeln. Klar, macht das auch den einen oder anderen Kopfschmerz. Aber ich sag mal so, das ist halt Trading. Ja, den einen oder anderen Kopfschmerz auszuhalten, um dann per Knopfdruck, sage ich mal, Plädoyer ist das falsche Wort, den Vorteil zu haben oder auf den Geschmack zu kommen, wahrscheinlich fällt dir das Wort gerade ein, mir nicht, hier mit diesem Vorteil die Vorzüge zu legen, die Privilegien, das war das Wort, mit einem Knopfdruck Geld zu verdienen, ja. Andere Menschen müssen dafür teilweise unter Tage im Bergbau irgendwo arbeiten und wenn wir das Ganze mit einem, ich sag mal, relativ simpel formuliert, mit einem Mausklick machen können und ein Vielfaches skaliert sogar verdienen können, ist das halt die Brainpower, die wir da reinstecken müssen. Das ist das, was mich emotional auch immer wieder so ein bisschen auf dem Boden hält, da ich sage, klar, letztendlich Trading, du kannst per Knopfdruck viel Geld verdienen, du kannst per Knopfdruck aber auch viel, viel Geld verlieren. Wichtig ist halt, du musst dir irgendwo Herr deiner Sinne sein, Herr deiner Sinne bleiben. Und die unmittelbare Währung, die wir hier reinstecken, ist halt eben nicht mehr Zeit. Die unmittelbare Währung ist auch irgendwo Zeit in Form von Geduld, aber vor allem auch Disziplin. Und diese Emotionalität, die wir vor allem im Alltag erleben, wir machen etwas mehr und werden dadurch besser, wir machen etwas intensiver, wir machen Überstunden auf der Arbeit und werden dafür besser bezahlt, das trifft im Trading halt eben nur noch, ich sag mal, nur noch teilweise zu. Das sind Komponenten, die vielleicht auch hier wichtig sind, wie viel Zeit du in die Analyse steckst, ins Lernen steckst und so weiter und so fort, aber sie machen halt eben nur noch einen Teil aus. Und hier kannst du nicht nur durch reine Leistung kompensieren, sondern hier hast du auch den großen Punkt, Vorteil und Nachteil gleichzeitig, dass du halt für alles verantwortlich bist. Und da an dieser Stelle auch nochmal wünsche ich dir viel, viel, viel Durchhaltevermögen. Gerade in der heutigen Zeit haben wir das Gefühl, dass alle anderen erfolgreich sind, nur wir nicht. Ich kann dir aus eigenen Erfahrungen sagen, dass zum Beispiel, ich kann erstmal nur zu 100%iger Wahrscheinlichkeit von mir reden, ich bin nicht immer erfolgreich. Ich bin vielleicht sogar ganz weniger erfolgreich, als du es bist, weil ich einfach potenziell mehr versuche, mehr, ich sag mal, in Kauf nehme, aufs Maul zu fliegen. Und das ist eine Sache, die dich halt auch irgendwo schult. Hab keine Angst vor Verlusten, hab keine Angst, aufs Maul zu fliegen. Was soll passieren? Du startest neu. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du dir selbst treu bleibst. Und ich sag mal so, es Menschen recht zu machen, das ist sowieso ganz, ganz schwierig. Du siehst immer und immer wieder, dass Menschen sich gar nicht so wirklich für deinen Erfolg interessieren. Wenn es bei dir gut läuft, sind die wenigsten Leute daran interessiert, zu sagen, du machst das geil, sondern entweder sie können einen Nutzen daraus ziehen oder sie lassen dich in Ruhe. Und deswegen kann ich dir nur nochmals ans Herz legen, versuch deinen Weg zu gehen, versuch stabil, versuch stark zu bleiben, so gut es geht, und deinen Weg zu machen. Du wirst ans Ziel kommen.
vor allem wenn du prozessorientiert bist und nicht ergebnisorientiert. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will, ich sage es einfach mal, eine Mio auf dem Konto haben und du bist vielleicht gerade bei 1.000 Euro, ja, das ist keine Schande. Das ist 1.000 Euro haben oder nicht haben, damit hast du schon ordentlichen Puffer dir aufgebaut. Ob du zu diesen 1 Million kommst, wenn du nur auf dieses Endergebnis fokussiert bist, dann kannst du dich sehr, sehr leicht davon abbringen lassen, weil das so weit weg ist, dass jede Kleinigkeit, die sich als schlecht darstellt oder die sich als schwierig darstellt, für dich so einen kleinen Dämpfer einfach vermittelt, für dich einfach so zeigt, boah, es ist doch schwer, vielleicht lohnt es sich gar nicht, vielleicht brauche ich das gar nicht. Und dadurch, dass du selbst unsicher bist, kommt natürlich Kritik von außen nochmal deutlich härter. Das trifft dich nochmal deutlich härter und dann weißt du gar nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist und ob du das so weitermachen sollst. Wenn du aber sagst, ich fokussiere mich auf den Prozess, dann ist der Outcome nicht egal, aber der ist erstmal zweitrangig. Dann versuchst du nämlich besser zu werden, besser zu traden, geduldiger zu werden, disziplinierter zu werden, ordentlicher zu werden und. Und wenn das der Fall ist, dann hast du eine extrem, extrem, extrem schöne Möglichkeit, dann das Ganze auch weiter zu verfolgen. Denn es ist ganz klar, wenn du nicht aufhörst, kannst du nicht scheitern. Wenn du niemals aufhörst, kannst du nicht scheitern. Und das ist eine Sache, wenn du dir diesen Fakt tatsächlich für dich einfach zum Omen machst und sagst, klar, ich kann Rückschritte vielleicht machen, ich muss Niederlagen hinnehmen, aber das Einzige, wo ich scheitern kann, ist, wenn ich tatsächlich aufhöre. Und mit diesem Mindset möchte ich dich definitiv bekräftigen, weiterzumachen und für dich zu beschließen, erstens, wenn es einfach wäre, dann würde es jeder machen. Und Punkt 2, der vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, ist letztendlich einfach, wenn du angefangen hast, dann solltest du nicht aufhören, weil dann hast du aus einem Grund angefangen. Und diesen Grund, den wird es wahrscheinlich immer geben, bis du ihn erfüllt hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Bis bald.